Servus liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute unterwegs in einer Mission. Ja, also es wird langsam alles etwas knapp. Und zwar könnt ihr es euch ja anhand des Titels schon denken. Es geht darum, dass ich mit meinem Hexer etwas hinterherhänge. Ich habe jetzt ungefähr seit, I don't know, ich glaube... Oh, shit. Ich glaube, ich habe jetzt... Damn it. Ich glaube, ich habe jetzt mit meinem Hexer seit 7, 8 Wochen dieselbe Wertung im Mythisch Plus. Und das Problem an der Geschichte ist, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, um die 3000 Rating zu knacken. Was an und für sich kein Problem gewesen wäre, hätte ich normal weitergespielt, was ich nicht getan habe. Dementsprechend müssen wir jetzt sehen, dass ich da noch irgendwie rankomme. Ich weiß nicht, ob ich es noch hinkriege. Normalerweise sollte ich es. Aber, ja. Ich traue mir selber nicht. Ich glaube, gerade kann ich sagen, ich bin selbst mein größter Feind in diesem Sinne. Einfach, weil ich gerade keine Lust auf Mythisch Plus habe. Aber gut, wir versuchen es natürlich trotzdem. Und in dieser Serie, Miniserie, zumindest ist das geplant, will ich versuchen, die 3K-Rating mit euch zu knacken. Also mal gucken, vielleicht letzten Dungeon oder so scheppern wir rein als Community-Event. Keine Ahnung, wir werden es mal schauen. Aber jetzt geht es erstmal für mich darum, noch ein bisschen Rating wieder aufzuholen, nachdem ich die letzte Zeit so gut wie gar nicht gespielt habe. Der Pull jetzt zu Beginn war halt schon mal Müll, weil ich gestorben bin. Da ist definitiv ein Explosive durchgegangen, sodass es den Heiler mitgerackt hat. Auf jeden Fall, das ist meine aktuelle Wertung, 2847. Hallen der Sühne kriege ich jetzt nicht so viel dazu, leider. Aber für die anderen Dungeons, die ich machen wollte, hat mich keiner eingeladen. Dementsprechend, ja, müssen wir jetzt, oder muss ich zusehen, dass ich mitnehme, was ich kriegen kann. Ich denke, das ist hier noch halbwegs okay jetzt. Notfalls erstmal alles auf 20 machen und mitnehmen, was ich bekomme. Und dann vielleicht nochmal mit 100 Punkten mehr Rating, I don't know, komme ich auch nochmal besser in die Dungeons, die ich auch wirklich brauche. Wir werden sehen. Alles in allem, glaube ich, sollte der Run jetzt hier nicht zu schwer werden. Aber wir haben es eben gesehen, die Explosives können halt wirklich richtig fies sein. Also wenn die nicht sitzen, wenn die nicht gemacht werden, dann können wir eigentlich zu jedem Zeitpunkt wipen. Affixe verstärkt wütend explosiv. Also das ganz normale Gemüse, was wir diese Woche haben. Und gut, hier können wir jetzt hoffentlich mal Vollgas geben bei der Gruppe, ohne zu sterben. Das wäre nett. Und da kommt auch schon die Destro-Lock DPS durch, so wie ich das sehe. Ja, 65k DPS ist, glaube ich, ganz okay für den Pull. Und ja, den Damage werden wir auf jeden Fall brauchen. Wollen ja hier auch in Time durchkommen. Ich bin aber ehrlich gesagt ganz froh, dass diese Woche verstärkt ist. Alles im All, den Dungeon auf Tyrannisch mag ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich habe es, tatsächlich gab es glaube ich schon mal 2, 3 Versuche in dieser exakten Inni auf Tyrannisch plus 20, was an und für sich überhaupt kein Problem gewesen wäre. Aber teilweise waren da Runs dabei, weiß nicht, wo wir mit 5 Minuten Rest einmal beim Endboss gewiped sind. Damit. Und dann ist der Tank einfach gelieft. Was auch nice ist. Aber gut, kannst du nichts machen, ne? Was nicht nice ist, ist, dass ich hier wieder gestorben bin. Ich glaube, da sind halt schon wieder Explosives durchgegangen. Jetzt haben wir zumindest das Urrelikt, wo wir geheilt werden. Also sollte das theoretisch auch ohne den Heiler klar gehen. Okay, da ist ein DD gestorben. Ja, dieser,
Dieser Splitter ist halt super eklig, ne? Weil wenn ich ehrlich bin, möchte ich gerade nicht meinen Infernal da rein. Holy shit. Warum kriege ich so auf die Nuss? Ich hätte meinen Gesu nehmen können. Na gut, das Hauen. Das hat es mir wieder versaut. Alles in allem gut, jetzt haben wir 7 Tode auf der Uhr. Sollte aber trotzdem kein Problem sein, wenn wir normal weiterspielen. Jetzt kann ich auch nicht aufmounten. Nice. Sollte man das eigentlich trotzdem noch schaffen. Ich sag mal so, der Weg zum ersten Boss war jetzt nicht unbedingt top. Aber wir haben es geschafft, ja? Das muss man ja dann an der Stelle auch mal positiv hervorheben. Es sind zwar noch ein paar Leute gestorben auf dem Weg dorthin, aber ja, bisschen Schwund hast du halt immer, sage ich mal. Dementsprechend jetzt erster Boss. Der sollte eigentlich ziemlich schnell down gehen, denke ich. Mit dem Schaden, den wir haben. Oh, nicht hier rausgehen. Kampfrausch kam auch raus. In dem Fall normalerweise zieht man es ja lieber beim zweiten Boss, zumindest auf Tyrannisch in dem Fall, aber sag ich mal, so kannst du es noch besser ein bisschen ausnutzen. Da ist früher Kampfrausch wieder zurück und kannst es im Idealfall noch öfters ziehen. So. Zack. Ich hasse diese Phase. Ich möchte doch einfach nur stehen bleiben und Damage machen. So, bitte nicht in die Richtung. Pullt hin. Interessant, dass er die dazu pullt. Den Sinn und Zweck verstehe ich noch nicht so ganz. Aber, ja. Wird schon irgendwie passen, ne? Theoretisch bräuchten wir den Trash nicht mehr unbedingt. Noch einfach skippen können. Ich gehe mal davon aus, dass hoffentlich jeder auf der Stufe einen Invis-Pot dabei hat. Wäre es cool, wenn der Boss stirbt so langsam. Irgendwie ist das hier gerade ein Clusterfuck. Ah, okay, er holt. Na, okay. Wir spielen etwas mehr Trash. Er holt die Relikte da drüben hinzu. Und dann werden wir jetzt mit Wo skippen. Ist okay, aber ich glaube nicht, dass wir dafür die alle hätten pullen müssen. Aber gut. Jetzt ist es so. Gehen immerhin ganz gut down alle. Zack, zack, zack. Rein, rein, rein. Jetzt mal CDs gezogen, dass wir da etwas schneller durch sind. Und dann... Ah, okay. Gut, was auch noch sein kann, was mir gerade erst einfällt. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ist, dass du beim, nach dem nächsten Boss, hast du ja auch dieses dicke Pack, wo auch Relikte drin sind, dass du da auch nochmal Wo nimmst und dann bis zum dritten Boss skippst quasi. Also die Option hat man auch. Dann würde es jetzt eigentlich passen, dass wir ein bisschen mehr Trash haben. Kann natürlich auch sein. In der Routenplanung war ich jetzt nicht mit drin. Dementsprechend, ja. Nehmen wir das einfach mal so mit. So, dann schön auf die Kleinen drauf. Warum gehe ich aus meiner Fläche raus? Auch gut. Passt. So, jetzt haben wir den Buff. Dann kann ich gleich wieder meine Bestie rausholen. Weil ich glaube, die spare ich mir auf bis zu den Ads. Wobei, nö, brauche ich eigentlich nicht. Abfahrt!
Wir hauen einfach raus, was geht. PI ist auch am Start. Das ist gut. Jetzt gibt es nochmal richtig dick Damage. Das war ziemlich gut. Da hatte ich auch direkt meinen Ad-Stun für die Kleinen. Also durch den T-Set-Bonus. Hier vermisse ich ein bisschen meinen Druiden, dass ich den Fluch von mir runternehmen kann und einfach weiter durchcaste. Das wäre manchmal sehr, sehr schön, aber man kann nicht alles haben im Leben, ne? Na gut, dann sollte der Boss ziemlich down, schnell down gehen. Dann haben wir noch 15 Minuten für zwei Bosse und ein bisschen Trash. Also, wenn wir nicht kompletten Unfug machen, sollte das eigentlich klappen. Würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Für die Ads habe ich jetzt nichts. Verdammt, da kam ich nicht mehr richtig hin. Komm, hier nochmal alles reinlegen jetzt. Down machen, dass keine kleinen Ads mehr kommen. Das sollte passen. Dann stellen wir nochmal einen neuen Gesu. Und dann ab geht's. Damit sind wir angelangt beim dritten Boss. Wir haben doch nicht geskippt. Sondern der Tank hat alle Gruppen vorm dritten Boss zusammengezogen und wir haben sie runtergepulvert. Ja, ging ganz gut. War mal kurz kritisch, aber naja, wir sind nicht gestorben. Das ist die Hauptsache. Und dementsprechend sind wir sehr gut im Rennen. Holy shit, so viele Charts im Überfluss. Nein, ich will nicht laufen. Ich war gerade so im Flow. Einen Chart nach dem anderen rausgeknüppelt. Einen Chaos Bolt nach dem anderen rausgeknüppelt. So rum. Ich sag mal so, der Start war ein bisschen holprig. Aber danach lief der Run eigentlich ziemlich smooth. Von daher, kein Grund zur Beschwerde hier gerade. So, ich pack nochmal meinen Soulstone auf den Healer. Das hatte ich eigentlich beim ersten Pull auch gemacht. Den hätte er dann eigentlich noch nehmen können. Aber gut, ist jetzt eh wurscht. Durch ist durch. Im letzten Boss haben wir auch wieder Kampfrausch. Das ist sehr schön. Das hat dann auch perfekt gepasst. Also eigentlich, das Wichtigste für mich ist, es wäre halt doof gewesen, wäre das kein In-Time geworden. Weil dann hätte ich, glaube ich, keinen Score mehr bekommen für die Inni. Wichtig ist mir jetzt einfach ein bisschen Score, den Port abstauben. Hier, der fehlt mir auf dem Char noch. Und einfach Stück für Stück ein bisschen Ranking hochklettern. Die Tapferkeitspunkte kann ich leider nichts mit anfangen. Was noch interessant wäre, wenn hier ein Kopf droppt. Was es natürlich nicht tut. Weil da habe ich immer noch meinen guten 239er. Der Old Reliable. Oh shit. Der Pull hier ist fies mit den Explosives. Also das kann ich mal sagen. Hier müssen wir echt aufpassen. Normalerweise habe ich dann auch schon mit Gruppen gespielt, wo wir nicht alle dieser kleinen Ads engaged haben. So, erst oben hingerannt, da alles gepullt, damit wir nicht sofort überall Orb-Spawnies haben. So, jetzt muss ich mal nach da vorne. Sieht aber überraschend gut aus. Es ist nichts hochgegangen, wenn ich mich nicht irre. Ist mir auch ehrlich gesagt egal, wenn ich die jetzt ein bisschen overhitte mit meiner Feuersbrunst. Weil, ganz im Ernst, lieber das Ding verwenden und wir sterben alle nicht und ein bisschen Damage wasten,
als, keine Ahnung, es geht was hoch und wir sterben alle und ich hätte es theoretisch verhindern können. Es sind zwar eigentlich andere Leute auf den Orbs eingeteilt, aber who cares? Ich will einfach hier in Time durchkommen. So, 7 Minuten 46. Damit ist auch das letzte kleine Add-Down. Zuerst bitter, wenn der Tank beim letzten Boss einen Disconnect kriegt oder so. Würde ich fühlen. So, und wenn ich das richtig sehe, ich habe alles am Start. Also was CDs etc. pp. Angeht. Deswegen gleich versuchen wir mal richtig einen rauszuhauen mit Pot etc. pp. Ich schätze mal jetzt insgesamt über die Ini wird mein Damage nicht so brutal gewesen sein. Es waren zwar einige gute Pulls auch noch in der Zwischenzeit dabei mit, weiß nicht, 50-60k DPS im Peak oder Peak waren 70-80 sogar mal. Aber dadurch, dass ich am Anfang mitten in den CDs gestorben bin, das hat halt gekostet, ne? Das ist... Ich bin so dumm. Warum stehe ich da drin? Jetzt werde ich schön aus meiner Fläche rausgekickt. Das war auch richtig gut. Haste braucht ja eh kein Mensch, ne? So... Ich hoffe, jetzt klappt das Soaken. Das könnte uns jetzt noch rippen. Perfekt. Sehr gut. Damit das erste schon mal entschärft. Jetzt noch das zweite Wirken überleben und wir sind durch. Ich stelle mich mal wieder hier unten hin. Das passt perfekt. Und damit können wir, glaube ich, sagen, dass es ein In-Time ist. Am Ende noch, denke ich mal, so um die 4:30 auf der Uhr. Also dafür, dass wir 13 Tode haben. Die Tode an sich sind gar nicht mal so schlimm, wenn du mit der Gruppe den Damage hast und der Tank richtig pullt und so weiter. Da hätten wir auch 30 haben können. Also ich sag mal, so die Extra-Time, die du dadurch verlierst, war jetzt in dem Dungeon nicht so wild. Schlimmer war da zum Beispiel, wenn du als CD in deinen CDs stirbst und der Tank macht halt große Pulls, weil dann hast du keinen Schaden. So. Da sind wir durch. Ja gut, am Ende sind es sogar noch 17,2k. Und sage und schreibe 8 Wertungen. Geilomatico. Geilomatico. Mal gucken. Looten wir noch ein Upgrade vielleicht. Kordel, da habe ich meinen Leggy. Ja, da habe ich Leggy. Gut, braucht man da nicht. 100 Flux. GG. Dadurch, dass ich jetzt leider nicht gespielt habe, öfters. Das war ein Key-Spitzen des Aufstiegs. Das ist, glaube ich, mein schlechtester... 16, das gibt mir halt leider auch nicht viel. Damn. Naja, gut. Aber In-Time ist In-Time. Wir haben ein weiteres Portal. Damit haben wir jetzt 4. Und ich gehe weiter auf meiner Quest. Die 3K-Rating. 145 fehlen noch. Das sollten wir schaffen. Also, wenn es euch gefallen hat, sehr, sehr gerne ein Abo dalassen. Noch 94% der Leute, die zugucken, haben nicht abonniert. Also, yalla, yalla. Ansonsten... für WoW News und so weiter und so fort auch gerne auf meinem Main-Kanal vorbeigucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit, reingehauen.